meters. Keep left. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können, wenn man früher unterwegs war, geschäftlich, oder man fuhr mit den Kindern in den Urlaub, dann hatte man immer einen Autoatlas dabei. Das war ein dickes Buch mit Kartenverzeichnissen von Europa. Und diese dicke Schwarte, die lag bei vielen Autofahrern oft neben einer Rolle Klopapier auf der Hutablage hinten im Auto. Und wenn man zum Beispiel in München ankam, dann musste der Stadtplan von München ausgepackt werden. Und dafür war meistens nur auf der Motorhaube Platz, weil die Dinger ja so groß waren, dass man die im Auto gar nicht komplett aufhalten konnte. Heute fahren wir mit einem Navigationssystem. Wir geben die Adresse ein und das Gerät sagt uns genau, wo es lang geht. Wir als Vita Hang, wir sind oft in Ländern unterwegs, wo es kein Straßenverzeichnis gibt. Und dafür haben wir ein GPS. Ein GPS steht für Global Positioning System. Und das leitet uns ans Ziel, da wo es keine Straßen gibt. Das Wichtige ist nur, ob ein GPS-Gerät oder so ein Navigationsgerät, man muss es einschalten, damit man sehen und hören kann, wo geht's denn lang, wo muss ich langfahren, wo muss ich abbiegen. Was mir für die heutige Andacht wichtig ist, ist die Aussage von vielen Menschen, die sagen, die Bibel, das ist auch so eine dicke Schwarte, die ganz hinten im Auto seinen Platz haben sollte. Das Buch, die Bibel sollte, wenn überhaupt, in meinem Leben ganz, ganz hinten liegen. Und dem möchte ich heute Morgen einfach widersprechen mit der heutigen Andacht. Ich glaube, dass die Bibel nach wie vor ein aktuelles Buch ist, ein aktueller Wegweiser für unser Leben, ein super Navigationssystem für das tägliche Leben. Und es ist meine Erfahrung, ich glaube ganz fest, dass auch wenn wir uns in einer Wüste finden, wo wir keinen Anhaltspunkt mehr haben in unserem Leben, wo es keinen Wegweiser in irgendeine Richtung mehr gibt, dass uns in diesen Momenten, in diesen Lebenssituationen auch die Bibel ein Wegweiser sein will. Und genauso wie ich ein Navigationssystem einschalten muss, um den Weg zu finden, um den Weg zu sehen und zu hören, wo es lang geht, so muss ich auch eine Bibel aufschlagen und lesen, um zu sehen, wie es weitergeht. Und ich glaube ganz fest, dass die Bibel nach wie vor, egal in welcher Lebenssituation, in welchen Lebensumständen, in welcher Lebenswüste auch immer, uns nach wie vor Wegweiser sein kann.